Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einem neuen One Piece Kapitel Review zu One Piece Kapitel 926 mit dem schönen Titel Die Gefangenenmine. Ein Zeitungsbote redet von einer Person namens Kamazu, welcher Menschen auf offener Straße mit einer Sichel tötet. Wenn wir uns den Charakter anschauen bzw. sein Wanted Poster, sieht er aus wie einer der beiden Samurai, die Kinemon noch sucht neben Ashura Doji. Auf einer von diesen Silhouetten war nämlich zu sehen, dass einer dieser unbekannten Samurai einen langen Pferdeschwanz nach oben hin hat. Und auch diese Kamazu hat eben jenen Pferdeschwanz. Was nur komisch ist, wieso kämpft er mit einer Sichel? Ich meine, erstens, ein Samurai mit einer Sichel ist so eine Sache. Samurais haben Schwerter. Fucking amazing swords. Aber bei einem Shuten-Maru Flashback, wo er gegen Kaido gekämpft hat, haben wir auch einen Samurai gesehen, ebenfalls wieder mit einem Pferdeschwanz, der nach oben hingerichtet ist. Der hatte aber ein Schwert in der Hand. Seltsam. Was auch noch ganz interessant ist, es scheint wohl so zu sein, dass sich viele dieser Samurai unter falschen Namen, also unter dem Decknamen nur noch ausgeben. Wir haben hier Ashura Doji, der sich Shuten-Maru nennt. Wir haben hier einen dieser zwei unbekannten Samurais, der sich möglicherweise Kamazu nennt. Und der dritte wird womöglich auch einen Decknamen nur noch haben. Und der dritte kommt vielleicht auch schon vor, denn es ist weiterhin die Rede von einem Jungen, welcher immer zur Geisterstunde kommt und die Reichen bestiehlt und es den Armen gibt. Also ein Ninja Robin Hood. Möglicherweise ist er einfach der andere, den Kinemon noch sucht. Der, wo vielleicht diesen Hut damals aufhatte. Just speculation. Don't hit me, bitch. Lysop steckt derweil einem Samurai mit dem Halbmondzeichen einen Zettel zu. Genauso wie auch Beppo und die anderen der Lore-Piratenbande weitere Samurais suchen, die eben dieses Halbmond-Tattoo haben. Und die kriegen alle eben diesen kleinen Zettel, den Kilimon vorbereitet hat, mit diesem speziellen Zeichen drauf. Ganz interessant ist einer dieser Samurai. Und zwar, wenn ihr gerade die Kapitel zur Hand habt, unter all den Samurais, die wir da noch sehen, ist ganz rechts unten einer mit einer kurzen Frisur, mit so langen Koteletten, mit buschigen Augenbrauen. Und der erinnert mich von den Gesichtszügen her irgendwie an Zorro. Stellt euch den jetzt mal mit den grünen Haaren vor, könnte doch in irgendeiner Form passen. Aber auch das ist nun mal wieder eine kleine Spekulation. Nami und Shinobu derweil bespitzeln zwei Typen, die von einer Waffenlieferung reden in einem fremden Land, damit sie dort einen Krieg starten können. Vermutlich handelt es sich bei dieser Waffenlieferung um dieselbe, die King im letzten Kapitel erwähnt hatte. Frage hier nur, wo will man denn einen Krieg starten? In irgendeinem random Land? Oder irgendwo in einem Land, das wir möglicherweise schon gesehen haben bzw. kennen aus dem One Piece Universum. Sanji hat derweil einen kleinen Essensstand aufgemacht, wo die Leute einfach nur kilometerweit Schlange stehen, um sein super Essen zu essen. Ja, Sanji, sehr unauffällig, sehr unauffällig. Problem an der Sache hierbei gleich, er wird auch schon wieder beobachtet von einer Schattengestalt, vermutlich einer von Kaidos Bande, der so langsam auf Sanji aufmerksam wird, und hoffen wir mal, dass der gesamte Plan dadurch nicht in irgendeiner Form in die Hose geht. Die Szene wechselt zu den Gefangenen von Orochi. Diese müssen Steine abbauen und schleppen und Gebäude bauen. Ein alter Mann namens Hiu kann nicht mehr so viele von diesen Steinen tragen aufgrund eben seines Alters und kriegt deshalb nur eine einzige Dango zu essen. Einer der Wächter erzählt, dass wenn man nicht gehorcht oder die Werte anspricht, man seine Körperteile verliert. Dies wird wohl auch Kid mit seinem Arm passiert sein. Was haben eigentlich die Yonkos alle mit ihrem Körperteil abtrennen? Big Mom, Kaido, was ist hier falsch mit euch? Naja gut. Kid und Ruffy tragen die meisten Steine, darum kriegen sie deutlich mehr zu essen. Sie sind auch in einem ziemlichen Wettkampf, denn sie battlen sich so ein bisschen, wer die meisten Steine denn dahin gebracht hat. Und dann betteln sie sich noch, wer am meisten essen kann und sicherlich auch drüber, wer Piratenkönig wird. Plötzlich taucht der Hauptwächter auf. Sein Name ist Dobon und er ist ein Nilpferd-Smile-User. Und zwar ein extrem kurioser vom Aussehen her. Seht ihr auch gleich auf diesen Bildern hier unten. Der dürfte, ja noch nicht, noch glaube ich ein oder zwei Bilder weiter, dann dürfte er auftauchen. Und zwar besitzt er erstmal einen normalen Körper, hat eine Nilpferdfresse und hinter ihm wächst um seinen Körper herum ein weiteres Nilpferd. Hier seht ihr es. Das heißt,
Er ist im Grunde in dieses Nilpferdmaul hineingewachsen. Was wirklich sehr, sehr strange ist, weil wenn das Nilpferd sein Maul zumacht, dann ist Dobon in seinem eigenen Maul gefangen, beziehungsweise in dem Maul dieses Nilpferdes. Wir haben halt schon gedacht, Hold'em ist pretty fucked up mit diesem Löwenbauch, aber das ist halt nochmal eine Stufe krasser. Aber das Ganze hat auch für Dobon seine Vorteile. Und zwar kann er nämlich seine Gefangenen in dieses Maul reinziehen und sie dort drin foltern, ohne dass irgendjemand was sieht oder was hört. Was auch cool war, richtig, richtig cool, unter den Gefangenen befindet sich Caribou. Er wurde ja damals von X-Drake geschnappt und zu Kaido gebracht und so wie es aussieht, wurde er direkt gefangen genommen. Möglicherweise hat er Kaido noch nichts davon erzählt, dass Shirahoshi die antike Waffe Poseidon ist. Denn wenn dies so wäre, hätte sich Kaido sicherlich schon längst aufgemacht auf die Fischmenscheninsel. Und das wäre wirklich heftig geworden. Dobon ist sauer auf Ruffy und Kid, weil sie das ganze Essen verputzt haben und frisst beide auf, um sie halt eben zu foltern. Doch plötzlich kommen beide aus dem Maul wieder heraus, denn sie haben Dobon einfach in seinem eigenen Maul besiegt. Ruffy trägt dabei den alten Mann Hiyo, der zufälligerweise auch mit aufgefressen wurde. Ja, es war ein recht einfaches Kapitel, diesmal gab es kein What the fuck Moment. Aber auch solche entspannten Kapitel muss es mal geben. Es kann nicht immer nur die ganze Zeit bergauf, 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 wow, ein Spannungsbogen nach dem anderen, ein Reveal nach dem anderen und ein What the fuck Moment nach dem anderen geben. Hin und wieder auch mal so ein kleines spaßiges Kapitel zwischendurch, die ganze Situation, diese ganze Strenge und Seriousness von Wano einfach wieder ein bisschen auflöst. Deswegen hat es mir eigentlich relativ gut gefallen. Ich hoffe natürlich aber auch wieder beim nächsten Kapitel auf ein actiongeladeneres Kapitel. Und es sind ja momentan die Gerüchte irgendwie da, dass wohl 3 Wochen Pause sein könnte irgendwann im Dezember noch, so zwischen Dezember und Januar. 3 Wochen ohne neues Kapitel, das wäre wirklich, wirklich heftig. Aber na gut. Wie hat euch denn das Kapitel gefallen? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch noch etwas aufgefallen ist, auch bitte hier immer in die Kommentare reinschreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, einen Daumen nach oben. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, Abonnement da lassen. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann schauen wir mal, ob ich es jetzt hinkriege. Hier, ich bin auch auf Facebook mit einer Fanseite zu Insel Network getreten. Dort findet ihr immer meine neuesten Videos und auch zwischendurch private Bildchen oder auch Textchen von mir selber. Oder welchen Anime ich im Moment schaue. Auf jeden Fall recht interessant. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch auf der Seite einen kleinen Like da lasst. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder hier auf Facefall TV. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und haut rein. Ciao.